Hallo, heute reden wir über das Thema exotherme Reaktionen. Zunächst klären wir, was eine exotherme Reaktion überhaupt ist. Dazu betrachten wir dieses Energiediagramm. Hier ist die Energie gegen den Reaktionsweg, auch Reaktionskoordinate genannt, aufgetragen. Formal starten wir links mit den Edukten, denen wir Energie zufügen, bis sie den Energieberg überwunden haben. Den Weg vom Startpunkt bis zu der Spitze des Energieberges nennen wir Aktivierungsenergie. Die Aktivierungsenergie ist eine kinetische Kerngröße und wie im Diagramm zu sehen, der Energieberg, der überwindet werden muss, um von den Eduktmolekülen zu den Produktmolekülen zu gelangen. Fügen wir dem Edukt nicht genügend Energie zu, so findet die Reaktion nicht statt und das Edukt wandert wieder zurück zu seinem Startpunkt. Wird dem Edukt genügend Energie zur Verfügung gestellt, so erreicht es den Übergangszustand, auch aktiver Komplex genannt, und kann schließlich zum Produkt reagieren. Die Energiedifferenz zwischen dem Edukt und dem Produkt ergibt die Energie, die pro Formelumsatz frei wird. Die frei werdende Energie nennt man Reaktionsenthalpie und berechnet sich, wie zu sehen, aus der Summe der Enthalpien der Produkte minus der Summe der Enthalpien der Edukte. Ist sie negativ, so ist die Reaktion exotherm. Ist sie positiv, dann ist die Reaktion endotherm. Im gezeigten Video gehen wir von zwei verschiedenen Enthalpien aus. Im ersten Versuch mit Calciumoxid haben wir eine Reaktionsenthalpie und im letzten Versuch mit Calciumchlorid eine Lösungsenthalpie. Die Lösungsenthalpie entspricht der Summe von Gitterenthalpie und Hydratationsenthalpie. Betrachten wir zum Beispiel Natriumchlorid, sehen wir, dass die Gitterenergie bei plus 778 kJ pro Mol und die Hydratationsenthalpie bei minus 774 kJ pro Mol liegt und somit die Lösungsenthalpie bei 4 kJ pro Mol liegt. Sie ist also leicht endotherm. Schauen wir uns im Gegensatz das im zweiten Versuch gezeigte Calciumchlorid an, so sehen wir, dass die Gitterenergie 2231 kJ pro Mol und die Hydratationsenthalpie bei minus 2332 kJ pro Mol beträgt. Damit liegt die Lösungsenthalpie bei minus 101 kJ pro Mol. Die Reaktion ist, wie auch im Temperaturanstieg zu erkennen, um einiges exothermer als die Reaktion von Natriumchlorid in Wasser. Anhand der im Video zu sehenden Temperaturverläufe lässt sich sagen, dass die Reaktion von Calciumoxid mit Wasser stärker exotherm läuft als die Reaktion von Calciumchlorid im Wasser. Natriumcarbonat, Chlorwasserstoff und Natriumhydroxid verhalten sich ebenfalls exotherm bei Wasserkontakt. Zum Schluss zeige ich euch noch, wie wir uns heute exotherme Reaktionen oder Lösungsvorgänge zunutze machen. Zum Beispiel in diesen Self-Heating, also selbsterhitzenden Fertigprodukten. Diese enthalten meist Calciumoxid, welches im ersten Versuch zu sehen war. Man konnte sehen, dass bei der Kombination von Calciumoxid und Wasser bei 100 Grad Celsius Grenze erreicht wurde. Diese Wärme also vollkommen ausreicht, um eine Dose Kaffee oder Suppe zu erhitzen. Ein großer Abnehmer für diese Technik ist das Militär. Sie benutzten damals Calciumoxid, um ihre Essrationen, sogenannte MRE, Meal Ready to Eat, zu erhitzen. Heute sind allerdings Epsit-Kocher oder Varianten, in denen Magnesium statt Calciumoxid benutzt wird. Damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und ich wünsche euch einen schönen Tag noch.